Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Vishwanathan Anand ist am 11. Dezember 1969 geboren, wird also heute am Tag der Veröffentlichung dieses Videos 52 Jahre alt. Happy Birthday, Vishy. Und Anand ist mit 52 Jahren noch absolute Weltspitze. Er ist die Nummer 15 in der Weltrangliste aktuell mit einer Elo-Zahl von 2,751. Er war von 2,7 bis 2,13 der 15. Weltmeister der Schachgeschichte. Und er war derjenige, gegen den Magnus Carlsen im Jahr 2013 den WM-Titel eroberte. Damals in Chennai, in Indien. Zu Ehren von Anand schauen wir uns eine Partie an aus dem Jahr 2014, und zwar von der WM 2014. Denn Vishy gewann nämlich das Kandidatenturnier 2014 und qualifizierte sich wieder für die WM und versuchte 2014 gegen Carlsen seinen WM-Titel zurückzuerobern. Das ist jetzt die dritte Partie vom Weltmeisterschaftskampf in Sotschi. Die zweite Partie hier hatte Carlsen gewonnen und lag damit 1,5:1 in Führung. Schauen wir uns mal an, was in der dritten Partie geschehen ist. Im Übrigen, dieses Video ist auch mit großzügiger Hilfe von Dennis entstanden. Dennis ist ja ein großer Anand-Fan und großzügiger Supporter auf Patreon und hatte sich unter anderem auch diese Partie hier gewünscht. Und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Partie. Und auch, ja, schauen wir uns die mal an. Passt auch so ein bisschen gerade zu der letzten WM, die gerade vorbeigegangen ist. Carlsen gegen Nepo gewonnen, 7,5-3,5, sehr souverän. Und hier gehen wir einfach mal 7 Jahre zurück in den WM-Kampf 2014. Anand beginnt mit D4, Springer F6, C4, E6, Springer F3 und jetzt über Zugumstellung D5 haben wir das Damengambit. Springer C3, Läufer E7, der Klassiker. Hier wird jetzt der schwarzfällige Läufer nach G5 oder F4 entwickelt. Anand spielt Läufer F4. Kurze Rochade, E3, Springer BD7. Entwickelt den Springer, unterstützt unter anderem C5. Hier gibt es für Weiß sehr viele Fortsetzungen. Ich habe mal auf diesem Kanal eine Partie analysiert zwischen Magnus Carlsen und Nakamura, FTX Crypto Cup 2021. Da hat Carlsen Läufer E2 gespielt. Und hat dann die Rochade vorbereitet. Statt Läufer E2 spielte Anand in dieser dritten Partie der WM 2014 hier C5. Das nimmt den Druck aus dem Zentrum raus, aber wir werden sehen, was die Idee ist. Weiß möchte hier eine schöne Bauernkette bilden, die er auch mit B4 unterstützt und dadurch auch Raumvorteil hat am Damenflügel. Aktuell wird das Ganze dadurch auch gerechtfertigt, Schwarz kommt nicht zu E5 hier, weil Weiß hat eine sehr gute Kontrolle über dieses Feld. Schwarz kann nicht im Zentrum entgegenhalten. Die Angriffsmarke C5 hier möchte Schwarz eher mit B6 attackieren. Sofort B6 läuft in C6 rein. Deswegen spielt Carlsen zuerst C6 und bereitet B6 vor. Es geht weiter mit Läufer D3. B6. Natürlich möchte Weiß diese Bauernkette halten und spielt B4. Schwarz möchte die Bauernkette zerstören mit A5. A3, logisch. Dieser Läufer auf C8 ist eingesperrt da hinten, hinter der weißen Bauernkette hier. Deswegen Läufer A6. Das ist sehr sinnvoll, den Läufer so zu tauschen. In der Praxis wurde hier häufig Rochade gespielt. Anand wählt aber Läufer schlicht A6. Turm schlicht A6. Und jetzt sehr, sehr forciert geht hier Weiß zu Werke. Er ist hier nicht voll entwickelt. Wir sehen, der König ist in der Mitte. Sorry, der Turm da hinten in der Ecke auf H1, auch noch nicht im Spiel. Aber die Stellung im Zentrum ist ja eher geschlossen. Da wird sich keine Linie öffnen zum König. Deswegen kann man das verkraften, wenn man die Pläne hier, also wenn man jetzt nicht sofort rochiert, sondern sich anderweitig umsieht. Und Weiß spielt hier B5, sehr forciert. Greift den Turm an, greift den Bauern an. Anand folgt hier einer Partie, die ein Jahr zuvor gespielt war, und zwar eine Partie zwischen Levon Aronian und Michael Adams. Ich werde später darauf hinweisen,
wo die Abweichung kommt. B5, C schlicht B5, Karlsen nimmt raus, C6, das ist die Idee des Ganzen, logischerweise, weil der Bauer ist dreimal angegriffen, den wollen wir nicht verlieren. C6, greift den Springer. Hier gibt es ein, zwei interessante Riposten. Der Springer auf D7 ist angegriffen, der kann nirgendwo hin. Gut, der kann nach B8, aber das ist natürlich Käse wegen C7. Vergesst nicht den Läufer hier, der unterstützt den Bauern. Ja? Und da würde Weiß sofort die Partie gewinnen. Man kann aber hier gegenschlagen. Ein interessanter Gegenschlag ist B4 hier. In einer damaligen Analyse, die ich gesehen habe, hat der Kommentator gesagt, dass das ein Fehler ist, was aber Quatsch ist. Mit heutige 7 Jahre später mit den stärksten, mit Stockfisch bewaffnet, weiß man, dass B4 hier absolut spielbar ist. Und zwar nach Springer B5 kann man hier mit Schwarz, was damals übersehen wurde, A4 spielen. Die Idee ist C schlicht D7, Dame schlicht D7, Dame D3 und hier Turm A5. Und das Problem ist, der Springer kommt nicht wieder raus. Es gibt natürlich Springer C7, aber der Springer findet keinen Weg mehr zurück. Ne? Nach Springer C7 kann ich B3 oder auf A3 nehmen. Turm C8 kommt, wird den Springer dann auch... irgendwann wird der Springer verloren gehen. Gehen wir mal zurück. Karlsen spielte aber nicht B4, sondern Dame C8. Im Übrigen, was ich gerade gezeigt habe, nach B4, Springer B5, A4. Die Stellung ist unklar. Man muss natürlich hier nicht nehmen. Man kann auch andere Züge machen. Man kann auch Turm C1 spielen oder auch B4 nehmen. Karlsen spielte aber Dame C8 hier. Fesselt den C-Bauern. Jetzt auf D7 nehmen ist nicht sinnvoll, weil dann hängt der C3. Natürlich kommt jetzt hier C7. Darauf basiert die gesamte weiße Strategie. Ich will diesen, die gesamte weiße Strategie basiert auf diesen unglaublich starken Freibauern. Der ist so weit vorgeprescht, dass er die schwarzen Figuren sehr gut in Zaum halten kann. Es geht hier weiter mit B4, Springer B5. Man kann jetzt hier auf A3 nehmen, aber Weiß hat sowieso jetzt hier Kompensation, egal wie es weitergeht, weil dieser Bauer hier immer für genug Gegenspiel sorgt. In der Partie ging es weiter mit A4. Beide Spieler kannten offensichtlich diese Partien zwischen Aronian und Adams und beide folgen dieser Partie. Es geht hier weiter mit Turm C1. Es ist ganz wichtig, diesen Bauern zu halten. Turm A5 funktioniert jetzt hier nicht. Das war die Idee von Turm C1, weil hier können wir Springer D6 spielen und die Dame angreifen. Nee, sorry. Läufer D6 ist hier der starke Zug. Läufer D6. Greift den Läufer an. Und das Problem ist, wenn Läufer schlicht D6 kommt, kommt Springer schlicht D6, greift die Dame an und dann zieht der Bauer durch. Unterstützt von Dame, von Turm und Springer. Nach Läufer D6 muss Schwarz hier nehmen. Aber nach Läufer schlicht E7 steht Weiß besser. Ne? Er greift den Turm an, er greift den Bauern an. Und er greift hier den Bauern an auf A4. Das ist weißer Vorteil. Karlsen spielte aber nicht Turm A5, sondern Springer E4. Kontrolliert erstmal dieses Feld hier auf D6. Und jetzt kommt ein sehr, sehr schöner Zug, den Arnand aber kannte, ne? Weil vor ihm Aronian schon so gespielt hatte. Ist ein taktischer Trick. Mal gucken, ob den jemand von euch findet. Na, was ist das taktischer Trick? Es ist sehr wichtig, hier irgendwie das Feld frei zu kämpfen. Das ist natürlich ein Tipp von mir oder ein Hinweis. Springer G5. Greift den Springer an und lenkt ihn ab. Und das funktioniert hier einwandfrei, egal wie Schwarz auf G5 schlägt. Das ist immer das Problem, man darf den Springer hier nicht reinlassen. Ne? Wenn Springer schlicht G5 kommt, kommt Läufer D6. Und auch hier wieder Turm A5, Läufer E7, Turm B5 und hier A schlicht B4, Turm E8 und hier ist Dame schlicht A4 sogar sehr stark. Turm A7, Dame B5, das ist die Computervariante. Und der C-Bauer ist halt unheimlich stark. Ne? Die schwarze Dame als Blockadefigur eignet sich überhaupt nicht. Die würde ich lieber aktiver einsetzen. Die Stellung ist einfach besser. Ich rochiere,
bringe den zweiten Turm ins Spiel und der Bauer sichert mir hier einfach einen riesen Vorteil ein, ne? Schwarz kann sich überhaupt nicht bewegen hier. Nach Springer G5 gibt es noch eine weitere Variante, die wir uns anschauen müssen. Läufer schlicht G5. Läufer schlicht G5. So, Springer schlicht G5 geht nicht wegen Springer D6. Das ist offensichtlich. Und dann zieht der Bauer durch. Aber auch hier geht Turm Turm A5. Hier geht es weiter mit A schlicht B4. Turm B5, Dame A4. Ähnlich wie gerade, ne? Turm B4, Dame B4, Springer G5. Rochade. Und auch hier gibt der C-Bauer Weiß großen Vorteil. Nach Springer G5 kam der einzig spielbare Zug, Springer DF6, deckt den Springer. Es geht weiter mit Springer schlicht E4. Und hier spielte Carlsen zu schnell Springer schlicht E4. Man kann hier das Gleichgewicht wahren mit D schlicht E4, um den Springer auf D5 aufzustellen. Wenn Weiß hier Springer D6 macht, mit Angriff auf die Dame, kommt Läufer D6, Läufer D6, B3. Läufer F8, König F8 und Schwarz hat hier Gegenspiel, Dack der Bauern. Der Springer geht nach D5, greift den Bauern an, der Turm muss natürlich zurück oder nach A7 und wir können den Bauern gewinnen hier wahrscheinlich. Und Schwarz hält sehr gut mit. Stattdessen Springer schlicht E4, F3. Hier müsste Schwarz Springer C3 spielen. Ich merke, das ist richtig harter Tobak hier, ne? Das sind harte Varianten. Springer schlicht C3, BC3, Turm C3, Dame D7 mit der Idee Turm C8. Und hier hält Schwarz wahrscheinlich das Gleichgewicht. Ist aber sehr, sehr eng alles. Stattdessen folgte Carlsen der Partie von Adams. Er spielte Turm A5. Das ist psychologisch interessant. Ich kenne das aus eigenen Partien. Man folgt häufig anderen Partien oder Großmeisterpartien, weil man davon automatisch davon ausgeht, dass das schon richtig, dass das alles schon seine Richtigkeit hat. Aber Turm A5 ist ein Fehler. Nach heutigen Maßstäben, 7 Jahre später mit der Engine geprüft. Das war von Adams ein Fehler ein Jahr zuvor, 2013. Und es war hier wieder ein Fehler bei der WM von Carlsen. Turm A5 ist ein Fehler. Und jetzt kommt die Verbesserung. Aronian spielte damals gegen Adams Dame E2 und das ist ein Fehler, weil nach Dame D7, F schlicht E4, Turm C8. Das Problem ist, hier kommt der Springer wieder nicht raus. ED5, ED5, AB4, Turm B5. Die Stellung ist ausgeglichen hier. Der Turm steht zwar ein bisschen komisch hier, aber gut, der Bauer hängt hier, ne? Viel besser ist in dieser Stellung, einfach den Springer nehmen auf E4. F schlicht E4. Und das war die starke Neuerung hier. Turm schlicht B5, Dame schlicht A4, Turm A5, Dame C6, B schlicht A3. So, Moment, einen Zug noch. Nee, noch nicht, hier. Stopp. Weiß hat einen super starken Freibauern, aber auch Schwarz hat einen starken Freibauern. Erstaunlicherweise ist der Freibauer auf C7 aber, nicht erstaunlicherweise, der ist stärker. Warum? Die schwarze Dame ist total passiv hier, ne? Die blockt den Bauern und das ist ganz, ganz schlecht. Die Dame, wie gesagt, ist eine schlechte Blockadefigur. Wir möchten ja unsere stärkste Figur nicht für so eine Aufgabe einsetzen. Während die weiße Dame natürlich super aktiv ist hier. Es geht hier weiter mit E schlicht D5. Auch hier findet Carlsen nicht die besten Züge. Läufer B4 Schach, König E2, E schlicht D5 mit der Idee Dame G4 Schach, H3, Prophylaxe. Weiß steht besser, aber er braucht noch einige Züge hier, um sich zu konsolidieren und seine Armee harmonisch aufzustellen. Stattdessen spielte Carlsen auch hier wieder nach 11 Minuten Turm D5. Dame schlägt B6 und hier steht Weiß auf Gewinn jetzt. Dame D7. Hier und in der Folge ist Dame A6 ein sehr starker Zug, weil die Dame auf A6 sehr gut steht. Stattdessen kam jetzt hier Rochade. Turm C8. Und auch hier immer noch, Dame A6 muss Weiß spielen. Die Idee ist, nach zum Beispiel H6, Luftloch, Turm B1. Und hier steht Weiß auf Gewinn, beziehungsweise Schwarz muss hier die Qualität opfern auf C7, weil es droht Dame C8, Dame C8, Turm B8. Aber nach Turm C7, ja, Läufer C7, Dame C7, diese Stellung ist halt technisch gewonnen für Weiß. Wobei Schwarz hat immer noch diesen starken Freibauern hier, ne? Okay, gehen wir mal zurück. Anand spielte nicht Dame A6, sondern Turm C6.
Und ihr seht es auch am Balken so ein bisschen, er geht wieder ein bisschen runter, ne? Der Vorteil. Sehr stark hier ist, in dieser Stellung, H6. Turm FC1. Und hier Läufer F6. Mit der Idee E5. H6 war wichtig, um Luftloch zu schaffen. Und diese Stellung ist erstaunlicherweise, wenn man die durchspielt, wahrscheinlich ausgeglichen. Zum Beispiel Dame A6, E5, DE5, Turm D1, Schach. Und plötzlich kriegt Schwarz Gegenspiel. Turm D1, Dame D1, König F2. Naja, wenn der König jetzt hier Dame D2 Schach, wenn der König jetzt hier wegrennen möchte, dann kommen immer Schachs. Deswegen Dame E2. Aber das Endspiel ist hier nach Dame E2, König E2, A2, Turm A6, Läufer G5. Plötzlich ausgeglichen. Ja, okay, Weiß steht ein bisschen besser in der Stellung, aber das reicht nicht. Also Carlsen hätte sich hier mit H6 retten können. Stattdessen kam hier G5. Greift den Läufer an, aber das ist ein Fehler. Läufer G3. So, jetzt der weiße Turm deckt das Feld F6. Läufer F6 ist nicht möglich, also kann Schwarz auch kein E5 spielen. Stattdessen Läufer B4. Kreativ gespielt von Carlsen. Er möchte den Läufer hier aktivieren über D2. Den angreifen auf E3. Die weiße Dame darf den Läufer nicht schlagen, wegen Dame schlägt C6 natürlich. Das ist Quatsch. Und jetzt kommt hier aus meiner Sicht der Killerzug, der Starzug der Partie. Was würdet ihr hier spielen? Ich gebe keinen Tipp. Das ist für mich mit Abstand der schönste Zug, also der qualitativ beste Zug. Arnand überlegte hier fast 14 Minuten. Er spielte Turm A1. Und das ist auch wirklich der einzige Gewinnzug hier. Die Idee ist, den Bauern anzugreifen und verhindert Läufer D2. Das würde den Bauern auf E3 decken. Und hier steht Weiß wahrscheinlich wieder auf Gewinn. Carlsen hätte jetzt die Füße stillhalten sollen. Vielleicht mit so Zügen wie G4 oder H5 mit der Idee H4. Aber er forcierte das Geschehen mit Läufer A5 hier. Wer will es ihm verdenken? Aber das ist ein Fehler. Ihr seht, der Engine-Balken springt wieder nach oben. Dame A6. Hier sollte Schwarz die Qualität opfern mit Turm schlicht C7. Läufer C7. Läufer C7 und hier Turm A3. Aber wahrscheinlich dachte Carlsen, dass das technisch zu einfach gewonnen ist für Weiß. Stattdessen spielte er Läufer schlicht C7. Nahm den Bauern raus. Aber das läuft jetzt hier in eine tödliche Fesselung auf der C-Linie. Der beste Zug ist hier Dame C4. Wir behalten weiter hier ein Auge drauf. Der Läufer wird hier gefesselt. Ist dreimal angegriffen. E5 kam. Im Prinzip der einzige Zug. Läufer schlicht E5. Turm schlicht E5. D schlicht E5. Weiß hat eine Qualität mehr und diese Fesselung hier plus den Angriff auf den Bauern. Carlsen deckt den Bauern auf A3. Das ist jetzt hier nebenlösig. Weiß kann mehrere Gewinnzüge spielen. Er spielte E6. So FE6, Turm C1 zum Beispiel, gewinnt hier den Läufer. Warum hat er E6 gemacht? Ganz einfach, Dame schlicht E5 droht hier so ein bisschen. Das wollte er nicht. Den Pfeil habe ich ein bisschen falsch eingezeichnet hier. Deswegen E6, König F8, geht aus diesem Schach raus. Aber jetzt Turm C1 und ja, Fesselung auf der C-Linie entscheidet den Tag. Carlsen gab auf. Das war der Ausgleich beim WM-Match 2014. 1,5-1,5. Und das WM-Match 2014 verlief auch sehr, sehr spannend. Und Carlsen konnte erst am Ende in der elften Partie gewann er und dann gewann er halt mit 6,5-4,5. Deutlich spannender als das Match 2013, das 6,5-3,5 ausging. Und wie wir inzwischen wissen natürlich, deutlich spannender auch als das Match 2021 gegen Jan Nepomniachtchi. Ich hoffe, diese Partie hat euch gefallen. Ich finde, es ist natürlich eine sehr forcierte Partie gewesen, ne? Die zeigt, wie tief teilweise die Spieler vorbereitet sein müssen. Wobei hier muss man sagen, war Arnand besser vorbereitet als Carlsen. Ne? Auch interessanter Fakt. Danke fürs Zuschauen. Checkt auch meine anderen Kanäle aus, The Big Greek Highlights und The Big Greek Shorts. Und ich sag mal, bis bald hier. Macht's gut.